Nehmen wir mal das Walauge. Und dann können wir hier schon mal anfangen, alles in die Luft zu jagen. Ups. Und alles mitzunehmen natürlich, ne? Ah, da oben ist das. Okay. Haben wir hier nicht mal was? Ne? Gut. Ah, hier ist ja eine Treppe. Ah, da vorne liegt noch was. Ich glaube, dann wären wir hier reingekommen, ne? Durch den Eingang. Kann das sein? Wenn wir die Stechuhr benutzen. Oder ne, da hinten. Sorry. Das ist nicht hier, das ist da hinten. Hä? Also doch da unten. Hä? Wie komme ich denn jetzt daran? Also direkt hier unter eigentlich. Ach. Komm. Ach, hier. Okay. Ja, blind müsste man sein, ne? Genau. Haben wir hier noch das zweite. Das nehme ich auch gleich mal mit. Oh, das ist auf der anderen Seite. Okay. Das ist gar nicht hier. Okay, dann gehen wir mal hier zu dem rüber und holen uns dann auch gleich die verlegte Rune. Ich glaube, mehr war hier auch nicht. Oder? Warte. Ente einmal kurz. Hier hoch. Jetzt warten. Genau, einmal hier das Knochenartefakt und die Rune. Aber mehr auch nicht, ne? Ja, okay. Einmal wieder hier. Genau. Einmal kurz ein bisschen leiser laufen. Ach, da ist das zweite Ventil. Hm. Ich werde mal kurz speichern. Nee, immer kurz hier. Obwohl, warte mal. Kurz hier. Einmal so. Ja, komm. Dauert zwar ein bisschen länger, aber das sollte ja kein Thema sein. Man kann es ja skippen. Zur Not. Ne, so lange sollte es jetzt nicht dauern. So ein paar gelöscht und hier oben wieder neu erstellt. Genau. Da unten wollte ich hin. Mal gut, dass ich nochmal gespeichert habe. Komm mal mit. Bleib ruhig. Hä? Ah ja, hier. Mal kurz hier das Ventil. Gehen wir mal kurz hier hin. Hier wieder hoch. Hier wieder hoch. Was ist denn los? Pass schon auf! Ja, komm, der ist nur gewirkt worden. Der dürfte ja dann wieder aufstehen. Vielleicht. Ich will nicht mit dir befreundet sein, um ehrlich zu sein. Ja, ja, komm. Du, das würde ich jetzt nicht so sehen, aber... Ja, ja. Vielleicht. Hier hin, danke schön. Genau. Denn jetzt hier am besten auf die andere Seite. Da oben, ne? Ja, okay. Ja, okay. Okay. Vielleicht doch so. Ah, Moment, ich brauche mal kurz Pause. So, jetzt nehme ich mal wieder weiter auf. Ja, das Headset war mal wieder ein bisschen schwer geworden. Hat mal wieder ein bisschen gedrückt.
So. Wollen wir mal gucken. Mal nebenbei nochmal Video gucken, ist ja auch nicht schlecht, ne? Ich kenne ja genug Kanäle, die ich selber auch gerne unterstütze. Ne, so mit Like, Comment und so. Halt, sowas. Gut. Ja. Der Kühlraum ist ein improvisiertes Verhörzimmer. Ja, ich weiß. Vielleicht hilft das bei unserer Mission. Aber danke. Ich hab schon was anderes. Ah, da vorne ist auch noch was. Gut. Ja. Einmal kurz das hier nehmen. Mit Blut geschrieben. Du bist in Sicherheit. Hier kann dich niemand finden. Niemand. Niemand kann dich hier erreichen. Ich bin selbst bei dem Versuch fast umgekommen. Und ich bin ein besserer Kletterer als alle anderen. Aber du hast mir die Kletterklauen gegeben. Du willst mich so sehr, wie ich dich will. Wir werden hier bleiben, bis sie uns vergessen haben. Wir werden so lange hier bleiben, wie wir müssen. Ich bin müde. Verlass mich nicht, während ich schlafe, denn ich brauche dich. Ich werde so lange bleiben, wie ich kann. Für immer. Sorry, ich wollte gerade nicht darunter vorlesen, aber... Ja. Okay. Ja, gut. Hat nicht so gut geklappt. Neue Rune. Dann haben wir wieder eine Rune. Aber ich glaube, diesmal spare ich ein bisschen. Glaube ich. Ja, ne? Oder soll ich schon mal ein bisschen Gesundheit erhöhen? Ja, doch. Komm. Gesundheit erhöhen. Kraftvitalität. Du besitzt eine erweiterte Gesundheitsanzeige. In der zweiten Stufe regeneriert sich deine Gesundheit schneller. Stärker und schneller. Genau. Kann ja. Auch nicht schade. Ich meine, ich mache ja so viel manchmal. Ja. Ne? Okay. Ah ja, genau, hier war irgendwie die Kiste, womit ich ihn dann verschicken könnte. Diesen Wolf Wild, aber ne, haben wir ja nicht vor. Genau. War da nicht auch noch was? Hauptausgang. Okay, nee, das wollen wir nicht. Was haben wir denn da noch? Nee, das ist nichts. Ich dachte, da liegt was. Ah nee, da unten sind die Kisten, ne? Genau da ist die Kiste. Aber ich glaube, da ist auch nichts. Okay. Ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt hier wieder, ne? Oder? Und dann da hoch. Wie komme ich jetzt am besten wieder runter? Hoch ist immer einfacher, ne? Hier rüber. Ups. Ja, komm. Nein! Ich hoffe, er hat gespeichert. Ich hätte vorher speichern sollen. Ich hätte definitiv speichern sollen. Ja, ich weiß. Gerade erst wieder angefangen mit der Aufnahme. So nach 10 Minuten Pause und dann schon alles wieder. Na, ein bisschen mehr als 10 Minuten, aber ne? Hatschi. Nee, wollte gerade raus, aber will doch nicht raus. Genau. Hier. Ups. Haben wir mitgenommen. Haben wir auch schon. Nee, haben wir nicht. Nochmal erwerben. Jupp. Haben wir schon. Wissen wir schon. Na gut, dann gehen wir hier runter, ne? Nein! Erschreckt mich doch nicht so. Erschreckt mich doch nicht so. Genau so. Okay. Noch einer für die Löcher. Ah, okay, ich bin jetzt auf der Ebene. Hier haben wir bestimmt auch noch was liegen. Ha.
Bolzen. Aber die wir nicht brauchen. Sehr nice. Okay, ja. Hab's verstanden. Einmal speichern, ne? Ja. Mal gut, dass ich gerade gespeichert habe. Meine Güte, habe ich heute aber echt ein Pech, ne? Dass er sich gleich zu mir umdreht, dieser blöde Idiot. Meine Güte. Ich dachte, er fängt jetzt an, okay, ja, gut, schlägt jetzt auf das Teil ein und, ne, macht das, was er immer macht, aber nein. Macht nicht das, was er immer macht. Ja. Meinst du, dieser bescheuerte Streik ist bald vorbei? Okay, er rennt rum. Der beste Job in Dunwall. Wenn du meinst. Vielleicht wäre es tatsächlich mal an der Zeit. Okay. Ja, das klappt dann schon mal ganz gut. Ihr habt nichts für mich? Schrodi, Schrodi. Hier was gucken. Haben wir noch was? Das ist ja auch so laut, das auf einmal, ne? Das finde ich gar nicht toll. Das finde ich auch nicht toll. Ja, ja. Du hast nichts? Schade. Schade. Das wäre jetzt was gewesen. Für den Betäubungsbolzen nochmal was also, zu bekommen. Was wollten diese Idioten überhaupt? Sie fordern eine faire Behandlung. Weil nämlich Entlassung droht, wenn sie sich vor gefährlicher Arbeit sträuben. Wie bitte? Wie kommen die darauf? Wir machen doch hier die Drecksarbeit. Vielleicht sollten wir uns organisieren. Hey, das ist nicht witzig. Wenn du das normal sagst, auch im Spaß, bist du Fallfleisch. Ja, klar. Ich meine. Hör nicht auf das kluge Geschwätz von Abigail Ames. Sie verdreht dir den Kopf. Nein, ich bin klar. Ich weiß, wo ich meine Brötchen kenne. Kann kaum abwarten, sie aus dem Weg zu räumen. Ist bestimmt nur eine Frage der Zeit. Eieiei, der meint ja nur, wenn jemand das Recht dazu hätte und der so, na, hätte was Positives gesagt und der so, so festgefahren sind die. Idioten. Naja. Ne, wenn sie es so wollen. Wenn sie es denn so wollen. Dann kann man auch nichts machen. Und zwar hier. Ja komm, wenn man so beschäftigt ist, ne? Nicht geschlafen. Muss ein anderer Typ hin. Okay. Will ich nicht haben. Okay, wie gesagt, lese ich alles danach vor. Genau, einmal hier.
Ne, einmal hier Anton Sokolovs Tagebuch, Labortagebuch. Wie Sektion des dritten lebenden Exemplars fast beendet. Vorsichtige Perforation der unteren Membran hat mich näher ans Ziel gebracht, die Bildung von Walöl zu beobachten. Doch der Vorgang bleibt ein Geheimnis. Die Kreatur ist seit ihrem Fang deutlich schwächer geworden und die Produktionsrate ist sehr niedrig. Ich habe sie mit elektrischen Stimulationen verbunden. Eine geringfügige Spannung erhöht die Produktionsrate um 20% unter lauten Wehklang des Wals, wie ich hinzufügen muss. Eine stärkere Spannung würde die Kreatur vermutlich töten, sodass ich mit weiteren Experimenten auf ein stärkeres Exemplar warten muss. Okay. Haben wir hier noch was? Ein bisschen was rumliegen. Genau. Hier war der Stuhl. Ich weiß, was das ist. Ein improvisierter Verhörstuhl. Den benutzt Rothwild bestimmt für seine Arbeiter. Jo. Bestimmt. Arbeiterunterschriften. Ich, der Unterzeichner, verpflichte mich, von allen Verbindungen zu einer Gewerkschaft und von Gesprächen über eine solche Abstand zu nehmen und sofort Mitarbeiter zu melden, die Gewerkschaftsinteressen vertreten. Ich stimme zu, dass allen Beschwerden von Bundry Rothwild und seinem Personal offen und gerecht nachgegangen wird. Gerald Harper, Richard Moser, J.A. Mendeley, Sylvia Prector, Lawrence Spinner, Maddie Cranston. Die waren wahrscheinlich alle auf dem Stuhl. Ne, wenn man den Zettel hier so daneben findet, dann kann man davon ausgehen, dass die alle auf dem gewissen Stuhl waren. Okay, dann einmal kurz hier. Ups, weil hier war irgendwo die verdeckte Rune. Oder? Ah ja, hier. Sorry. Habe ich gerade nicht gesehen. Yes. Noch eine Rune. Da wir jetzt aber nur eine wieder haben. Ja, komm. Wir warten. Diesmal können wir warten. Das ist gerade so machbar. Da ist ein Ventil. Da ist ein Ventil. Das ist nur der Ausgang. Okay, dann können wir in die Richtung schon mal gehen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Kurz die Nase. Ich meine, hier muss man ja auch... Was ist denn hier so laut? Irgendwo rauskommen? Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich rauskomme. Das hier haben. Genau, da ist das andere Ventil. Ach, ich glaube, ich weiß, was so laut ist. Wahrscheinlich, dass ich das hier so kaputt mache, macht das so laut, ne? Das ist gut möglich. Okay. Ja, dann... Ich kann trotzdem nochmal gucken. Walölventil. Und ansonsten... Ach, da hinten ist noch ein Artefakt. Okay. Ja, komm, einen Dings können wir ja nochmal aufdrehen. Nochmal kurz speichern. Ne? Ich frag mich, ob die Hundekämpfe heute stattfinden. Gucken, wo der hin will. Crosby. No. Ja, ja, komm. Komm. Ich trag dich. Okay, dann nicht. Ah ja, hier. Dann holen wir uns gleich nochmal die Rune. Und ja. Ja, ich glaube, das liegt daran. Ah, ist das laut. Ah, ist das laut aufgebrochen. Ah, ist das laut.
geklaut. Könntest du mal bitte aufhören? Ich versuche hier gerade was. Könntest du mal bitte nicht so runterfallen? Idiot. Okay, das ist da vorne irgendwo. Rockwell sagt, er hätte brutal. Da oben kann ich nicht. Hier wurde jemand umgebracht. Nö. Ja. Komm, einmal hier hoch, bitte. Da oben soll die irgendwo sein. Also doch dahin. Ich weiß jetzt wieder, wo sie ist. Muss sie die Sicht wieder ausstellen? Hier auch noch was? Ah, okay. Ein bisschen Apfelbeinchen trinken, ne? Dann lässt sich die ganze Katastrophe hier besser ertragen. Ja, da ist eins noch und da ist noch eins. Okay. Ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. Nein, so. Ja. Könntest du mal bitte wieder? Dankeschön. Ich gleich nochmal kurz schmeicheln. Ja, komm, wir nehmen den. Passt schon. Das passt schon. Ja. Ah, da. Perfekt. Na komm. Ja, ja. Ups. Ich bin jetzt nicht mehr zu laut, ne? War hier nicht auch noch irgendwo einer? Ich glaube, ich habe jetzt beide, ne? Kurz gucken. Ja. Oh, ich kann nur. Na gut, dann nehmen wir das hier. Und das. Das hier noch? Ne? Hier. Yeah. Ja, komm, können wir ausmachen. Bringt eh nicht viel. Noch nicht. Jetzt habe ich auch alles. Genau. Hier drin ist, ne? Ich bin Mr. Rothwild. Weit nicht mehr unter uns. Ja.
Kopf. Erledigt. Die Zeit ist knapp. Und nun zur Delilah. Genau. Sie segeln in trüben Gewässern, Assassine. Nun, ja, ja. Es heißt, einer von Rothwilds Geschäftspartnern hätte ihm das Schiff günstig abgetreten. Ein gewisser Justiziar Arnold Tinch. Sie wollten einen Teil des Walöls auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Statt es dem Nordregenten zu geben. Okay. Verrat. Sind Sie deswegen hier? Ich habe meine Gründe. Der Schwarzmarkt interessiert mich nicht. Interessant. Ist nämlich nur die halbe Wahrheit. Arnold Tinch hat Rothwild das Schiff verkauft, weil er Angst vor dessen Namensschwester hatte. Tinch hatte sich in eine Malerin namens Delilah verliebt. Der Skandal des Jahres. Ein schrumpeliger alter Kauz, der sich wegen eines Dienstmädchens wie ein alberner Schuljunge benimmt. Soll ich warten? Es ging nicht gut aus. Nicht wirklich. Tut es nie. Aber hier wird's mysteriös. Mhm. Etwas muss ihm Angst eingejagt haben. Er verließ das Mädchen über Nacht und verhökerte das Schiff zum Spottpreis. Mhm. Dabei ist Timsch nicht gerade zart beseitet. Wenn Sie noch mehr wissen wollen, fragen Sie ihn doch selber. Okay, mach mal. Er wird es Ihnen kaum verraten. Ja, doch. Dann sind wir wohl fertig. Treffen uns draußen. Ja. Nehmen wir nochmal mit. Ladungsverzeichnis, Kapitän Withers. Die für Samara of Tivia bestimmte Ladung wurde freigegeben. Bitte warten Sie noch bis kurz vor dem Auslaufen mit dem Verladen. Wir erwarten noch eine besondere Lieferung von Direktorin Ames, aber sie ist derzeit in Haft. Daher wird diese Lieferung derzeit ausgesetzt. Wenn das besondere Paket nicht bis zum Sonnenuntergang eingetroffen ist, können Sie planmäßig auslaufen. Dann werden unsere andere Abmachung getroffen. Denken Sie daran, nur explizit von uns autorisierte Besatzungsmitglieder dürfen Hand an diese zerbrechliche Ladung legen. Wilhelmina, Boward, Hafenaufsicht. Ich hoffe, ich kann nicht mit in die Luft fliegen. Brauche ja jetzt keiner mehr. Ja. Einmal bitte nochmal mitnehmen, ne? Hey. Das ist ganz schön laut. Auf den Ohren. Nehme ich auch mal einmal mit. Lutz. Wie gesagt, ich guck mal am Ende, dass ich das doch nochmal vorgelesen bekomme. Oh. Flottenbericht, Monat der Netze. Die Dauntless segelte 10 Tage nach Norden aber Zeit. Ohne Erfolg. Angeblich hat sie in Briscoe Nachschub aufgenommen, um eine große Herde östlich von Morley zu verfolgen. Die Delilah kehrt vollbeladen wieder zurück. Keine Nachricht über Lichter und Gesang. Noch ein Anzeichen dafür, dass der Justiziar den Verstand verloren hat. Die Huntress liegt nach ihrem nächtlichen Unglück vor Pardissien im Trockendock. Die Schiffsbauer haben sich den Schaden angesehen und sagen, dass es kein Wal gewesen sein kann. Oder es war ein äußerst seltsamer. Ja, ja. Die haben wir, glaube ich, auch alles mitgenommen, ne? Nein, Betäubungsteile. Gut. Brauchen wir nicht. Und dann können wir hier raus. Ich möchte ungern den Hauptausgang verwenden. Auch wenn es hier ein bisschen länger dauert, aber hier ist es, denke ich mal, auch sicherer. Ne? Ja. Gut. Das hätten wir dann geklärt. Wir müssen dann noch das Auge nach oben bringen. Das läuft alles gleich wunderbar. Dann kriegen wir noch eine Rune und ja. Dann haben wir eigentlich auch, glaube ich, alles erledigt. Genau, fliehe aus dem Schlachthaus. Und ganz ehrlich, die haben es ja auch verdient. Ne? Wenn ich dich also meiner Meinung nach. Nicht zu lassen. Ach echt? Ich weiß, dass du hier bist. Weißt du das?
Komm mal her. Ich glaube, das Schiff ist auch wieder weg. Okay. Ja, ja. Ja. Haben wir bekommen. Jetzt haben wir 2 von 2. Und machen hier das Blick ins Nichts, ne? Oder haben wir noch was? Nö. Ja. Genau. Dass wir halt auch, halt alles andere sehen können, ne? Wenn wir das benutzen. Das ist definitiv von Vorteil. So. Warnung! Der Gegendruck in den Rohren hat den Grenzwert überschritten. Alle Mitarbeiter müssen...